Hallo Leser von NintendoOnline.de. Heute zeige ich euch Nintendogs und Cats. Davon will ich euch so ungefähr die ersten 5 bis 10 Minuten zeigen, also wie man sich einen Hund heraussucht, welche Hunderassen es diesmal gibt und so weiter. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das Spiel starte, also bin ich auch ganz überrascht jetzt. Aha. Also hier sieht man dann schon mal drei Hunderassen. Das ja, soweit ich weiß, auch beim Vorgänger gab. Beim Nintendo DS-Teil habe ich mich für den Shiba entschieden. Ich schaue mal durch, aber ich glaube. Ja. Ich nehme diesmal wieder den Shiba. Neu dabei ist jetzt, dass man sich für eine Fellfarbe entscheiden kann. Wenn man draufklickt, kommt eine kurze Vorschau. Okay, da ist mir das Fell zu dunkel, entscheide ich mich, glaube ich, für Rot. Was mich jetzt interessieren würde, ob da auch noch verschiedene Farben kommen, wenn ich nochmal drauf gehe. Okay, die Farben bleiben so. Aber man sieht ja jetzt, dass es Unterschiede zwischen den beiden Fellfarben gibt. Und hier wird das Fell mit Sicherheit auch ein wenig variieren. Ich entscheide mich aber trotzdem für den hier. Dann wähle ich den mal aus. Ein verspieltes Mädchen, das gern mit anderen herumtollt. Okay. Kaufen. Und mit nach Hause nehmen. An der Grafik sieht man natürlich gleich direkt einige Verbesserungen. Was am meisten auffällt, ist jetzt das Fell, das auch diesmal wirklich vorhanden ist. Gerade wenn der Hund dann näher an die Kamera herankommt, sieht man wirklich die einzelnen Härchen. Beim Vorgänger war es ja einfach nur eine flache Fläche. Dann rufe ich den Hund mal. Hund? Das Streichen funktioniert diesmal ein wenig anders als noch auf dem DS. Dieses Mal muss man nämlich, kann man den Hund ja nicht direkt streicheln, sondern muss das über die Silhouette auf dem unteren Bildschirm erledigen. Aber auch hier wieder sehr schön zu sehen. Das Fell sieht wirklich wunderbar aus. So, erst einmal genug gestreichelt. Schauen wir uns mal die Utensilien an. Direkt zum Start haben wir 5x Wasser, 5x Trockenfutter, 5x Shampoo, um das Fell des Hundes zu reinigen. Ein Tennisball, 5 Ballons, eine Kamerakarte und ein Halsband. Das Halsband wählen wir direkt einmal aus. Okay, sieht jetzt nicht so besonders aus, aber egal. Der Tennisball. Gut. Drücken wir mal auf den Touchscreen, damit wir den Ball wieder bekommen. So, wenn wir den Ball jetzt direkt ziehen, will uns der Hund den Ball noch nicht geben. Also erstmal ein bisschen loben, dass er den Ball gefangen hat. So, aber jetzt, dafür werfe ich ihn auch nochmal. Ein Kopftreffer. So, ich möchte den Ball gerne wieder. Tätscheln, Ball nehmen und weglegen. Versuchen wir es mal noch mit den Ballons. Ein wenig komisch dieses Ballongeräusch, aber dem Hund macht es Spaß. Auch wenn er ein wenig wütend ist.
Er wirkt schon viel ruhiger. Na, das hoffe ich doch. Okay, dann wähle ich den Namen. Bella, Filou, Oskar. Molly. Molly. Oh, er. Na, dann lassen wir trotzdem mal Molly. 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 Dann wollen wir mal waschen. Ja. Oh. Schön einseifen. Und wieder abduschen. Sehr schön. Das war es dann auch vorerst mal von unserem ersten Einblick auf Nintendogs. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Artikel, der bald folgen wird.